Ja, Isabel Bastian, herzlich willkommen in Goch. Die Bastokalypse liegt hinter uns. Und schon während der Bastokalypse kam die Idee, dass es noch ein anderes Leben gibt. Oder wie kam der aufs Paradies-Mysterium? Ich denke, es ist naheliegend, also wo die Abgründe sind, wo die Hölle ist, ist das Paradies irgendwo nicht weit. Und von dem her, für uns war es auch während der Schaffensphase eigentlich so ein Gedanke zum Ausgleich. War immer die Idee, dass das Paradies eine Option sein könnte? Also war unglaublich schwierig, so was wir genau machen, weil die Bastokalypse war so dominant. Das war für uns so ein Meisterstück, wo wir 3 Jahre voll dran waren. Machen wir einfach das gleiche Format nochmal, wieder 50 Meter lang, das genau gleiche Fläche, dann einfach farbig, oder wir haben das alles verworfen und wir haben es dann auch ein paar Jahre einfach beiseite gelegt, haben gedacht, wir lassen die Bastokalypse sein und das Paradies, das ergibt sich vielleicht mal, vielleicht auch nicht. Das war ja auch so ein großer Kraftakt, eben so 52 Meter, also am Anfang wussten wir ja noch nicht genau, wo die Reise hingeht, aber am Ende der Reise haben wir für uns gedacht, also die größte Strafe für uns wäre jetzt, wenn uns jemand sagt, mach das Ganze nochmal. Und von dem her war die Pause, glaube ich, gut. Obwohl die Recherchen haben natürlich parallel schon zur Arbeit der Bastokalypse, aber dann auch die nächsten Jahre eigentlich schon begonnen. Also wir haben eben kleine Bilder gemacht schon, Paradiesbilder. Die waren dann eher so im Bereich der Galerien haben wir die ausgestellt. Wir haben auch gedacht, das ist es vielleicht. Also die kleinen Bilder, die parallel entstanden sind, die Paradiesbilder. Ja, wir haben keine Sprechblasen, das heißt, wir haben keine Geschichten, die sich selbst weitererzählen. Ich glaube, wir sind das erste Mal jetzt auch so in einer Arbeitsphase, wo wir uns nicht mehr so zum Comics beziehen. Mhm. Obschon wir auch schon mal gesagt haben, es sei das kürzeste Comics, das wir je gemacht haben. Quasi Saisonwechsel, 4 Bilder, oder? Das ist in dem Sinn auch so ein Bildablauf. Aber bei der Bastokalypse war es ja noch ganz gezielt wirklich so, dass ein Comics, das verwoben ist ineinander, also das Buch auch, dass man das lesen könnte wie ein Comics. Das ist hier nicht mehr. Ihr habt was ganz Schönes formuliert mit naiv, surreal, mhm. Heldenbauer. Da finden wir uns total drin. Das ist eigentlich, also das Comics ist jetzt eigentlich immer noch ein Element, aber wir sehen uns ein bisschen weniger jetzt als Comics-Künstler. Vielleicht in der auch ein wenig dieser Szene entwachsen, vielleicht, ich weiß auch nicht. Also ihr seid zum Malern geworden eigentlich. Ja, ja, es ist sehr malerisch geworden. Was auch ist, wir haben parallel arbeiten wir sehr mit Collage noch. Wir haben so Städtebilder noch gemacht, auch Relief, Wandreliefs, die extrem collagiert sind. Hier ist kein Element, das collagiert ist, ist wirklich alles gemalt. Oder dann auch so ganz einfache Charakteristiken vom Comic, die schwarze Linie, die das Ganze immer umfasst, die ist eigentlich hier gänzlich weg. Also es ist wirklich auch inhaltlich wirklich malerischer geworden. Also wir haben gerade gestern ein Mail bekommen von Wien, von einem Künstlerkollegen, ein Comicszeichner im Übrigen, der das Bild geschickt bekommen hat und der gesagt hat, wow, ich könnte ja malen. Dann kommt natürlich die Einordnung, die dann malerisch versucht wird. Ist euch aufgefallen, dass ihr 2 ganz bedeutende Themen miteinander verknüpft, nämlich das Paradies und die Jahreszeit? Das ist eine völlig neue Genre, gibt es bisher so in der Form nicht, weil es sich eigentlich ausschließt. Ja, ja. Muss vielleicht noch zurückkommen, weshalb wir dann plötzlich trotzdem das Paradies gemacht haben. Es gab in der Heimatstadt, wo wir herkommen, gibt es die Sammlung von Robert und das ist eine Künstlerdynastie über x Generationen, die jugendstilmäßig gemalt haben, Auftragsmaler. Und da ist auch eine große Sammlung von Kreidolf. Kreidolf ist ja ein deutscher Kinderillustrator. Da ist auch eine Sammlung von denen. Und diese Robert-Familie spielt für uns eine ganz wichtige Rolle, weil im Bahnhof von Biel, wo wir aufgewachsen sind, dass kleine Kinder auch immer umgezogen sind, gibt es einen Wartesaal. Und die Roberts haben das in den 20er Jahren eigentlich sehr anachronistisch, haben sie so jugendstilmäßig die Wände dekoriert. Ja, vielen Dank. Wir werden viel Freude an den Bildern haben.
Danke. Danke.